genug zu tragen, damit du mich mir rumschleppen musst. Sag Hallo, Ehemann. Hallo, Ehemann. Was machen wir heute? Wir gehen heute spazieren. Wo gehen wir spazieren? Wir gehen bei uns im Wald spazieren. In der Sequoia Farm und im Wassergarten. Richtig. Da ist Wassergarten hinter und da hinten ist die Sequoia Farm. Und wie ihr seht, ja, gut besucht. Parken hier auch alle wie die Idioten, weil das ist eigentlich kein Parkplatz hier. Aber gut, wir marschieren mal los. Mal gucken, wie viel wir quatschen können mit den ganzen Menschen. Das Wassergarten oder erst die Sequoia Farm? Ja komm, wir sind gerade im Wassergarten, dann gehen wir erst im Wassergarten. Ah ja, hier. Es lebt, es... Erlebe es. Ah ja, erlebe es. Ja, hier kann man also quasi einen Rundweg sehen. Da geht der Weg durch und so. Was man so alles sehen kann. Hier ist der Eingang, hier gehen wir jetzt rein. Und dann gehen wir so eine Runde. Wir schauen mal. Der geohydrologische Wassergarten, für alle, die es interessiert, gibt es bestimmt auch im Internet zu sehen. Ja. Geohydrologischer Wassergarten, da unten steht's. Dann gehen wir jetzt mal. Es gab auch schon mal den einen oder anderen Bericht im Fernsehen. Hydro gucken. Hunde bitte anleihen, wir sind heute ohne Hund, weil der Hund ist maximal... Huch! maximal genervt. Ach, wie süß. Dankeschön. So, der Grenzwald. Da sind wir gerade drin. Da ist Sequoia Farm. Heidemoore haben wir auch. Maßkante und Spezialitäten. Da gibt es auch was zu essen. Hier hat man so ein schönes Wasser- und Umweltmodell. Wie das mit dem Regenwasser und so dann funktioniert. Grundwasser und. Also hier kann man schon schön was lernen. Wie das Wasser so von oben nach unten sickert und so weiter. Ja. Ja. Atlas der Umwelt. Altlasten. Das ist alles sehr duster. Aber man kann es sehen. Oh, keine Fische. Keine Fische? Keine Fische. Aber Wasserläufer. Ja. Ganz viele Wasserläufer. Nochmal Hunde bitte anleihen. Man sehen, wie das Wasser in verschiedenen Untergründen dann ankommt. Steine mit Löchern, Gras ganz hinten. Ja, läuft sich entgegen den Verkehr? Ja, immer. Gut. Hier gibt es eine bestimmte Richtung, die man gehen muss. Wobei es auch Breaks so Rules. Ja. Wenn die alle da lang gehen, gehe ich woanders lang. So viel für heute, traumhaftes Wetter. Für alle, die Sonne mögen, ist es super Wetter. Ich hasse es. Blauer Himmel, keine Wolken. Na, so wenig Wolken, dass es sich nicht lohnt. Braunkohlenwald, bla bla. Also hier kann man sehr viel lesen und lernen. Wer möchte, ich nicht. Ich will hier einfach nur in Ruhe spazieren gehen. Blümchen gucken. Bin schon maximal genervt hier angekommen, weil wir permanent richtig krassen Gegenwind hatten. Bei 20 Grad ist Gegenwind dann auch nicht so prickelnd. Nehmen Sie mal die Kamera in die andere Hand, bitte. Warum? Damit du diese Hand... Don't touchy! Touchy! Oh. Wow. Nee, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. Weibchen nach innen. Achso, ja, dann müssen wir wieder tauschen. Über den Rest lege ich Musik. Ich bin mit einem Clown verheiratet. Danke für die Musik. Ja, wir sind im Wald, da musst du von Alfred Hitchcock die Vögel oder so nehmen.
Ist doch bestimmt auch Filmmusik zu. Stimmt. Zu die Vögeln. Das stimmt, die wüsste ich nur gerade nicht auswendig. Das ist nicht auswendig. War alles zugemacht. Ja, dem folgen wir jetzt quasi dem Bach zur Quelle hin. Und früher war hier ein Steg, dann konnte man noch bis zur Hälfte des Wassers, des Teiches, konnte man da noch hin. Alle denken, dieser Platz ist zu Futter, ne? Ah, ist schon. Oh, Libelle. Ja. Schöne blaue Libelle. Krieg ich einen Baum ins Gesicht hier. Hübsch. Ja, da hinten kommen die unter den Seerosen gerade raus. Ja. Krass. Da hinten, die vorne auch. Zack, alle aus den Seerosen. Ja, Wahnsinn, ey. Schon hart, ey. Wir haben alle Hunger. Ja. Prost, das ist am Jagen. Zack. Krass. Ja. Nom. Jetzt kommt der Kampf. Wobei dick ist er ja nicht, aber. Ja, aber hübsch. Für hier ist er auf jeden Fall schon groß. Ja, und schön. Er sieht echt gut aus. Ja. Schöne Farbe. Ja. Kommt da. Noch einer. Hey. Oh, Karpfen. Eine Tatsache. Oh Gott. Jetzt habe ich jetzt das Schiff da im Weg. Und dann haben wir den. Einmal. Oh, hübsch. Einmal Schuppen, einmal Spiegelkarpfen. Da können nicht nur zwei Karpfen hier in dem Teich sein, oder? Bei der Größe ja. Echt? Reicht. Wahnsinn. Mehr wäre zu viel. Aha. Okay. Oh, Wahnsinn, wie viele das sind. Ja, aber die fressen ja das Grün weg. Ja, ja. Oh, ich finde das so popelig, die zwei Karpfen hier in dem riesen Becken. Jetzt schwimmen die da hinten ihre Runde. Ja, ist ja mal so, das ist ja recht klares Wasser. Da siehst du die auch endlich recht gut. Ja. Und das ist ja auch nicht so tief. Da ist wieder Wasser. Krass, wie klar das ist. Hübsche Blümchen. Geist wie Schilf. Richtig. Ah, ist wieder kaputt. Alles kaputt. Da ist ein Regenrückhaltebecken. Wasserläufer. Und Schnecken. Ganz viele Schnecken. Schön. Schön. Krass, ne? Klar, das ist. Schön. Ja, da wo der Rhein rausfudelt, ist auch ganz klar, dass das wird erst später. Der wird erst später dreckig. So. Los geht's. Gut, dann gehen wir da mal. Hier gibt es dann überall so kleine Trampelpfade, Wege. Und da kann man dann lesen, was das für ein Baum ist. Baumhasel. Ein Haselbaum. Zack, riesengroß. Boah, bestimmt 30 Meter. Steht das hier auf dem Schild? Nee. Nee, da steht nur, was es für einer ist. Der lateinische Name und der deutsche Name. Rotbärchen.
Winterlinde. Eine Winterlinde. Zack. Alles riesig hier. Wir müssen alle mithalten mit den Mammutbäumen. Also, ja. Ach, weiter geht's. Wir dackeln jetzt wieder den Beinen dahinter her. Ups. Na, wenn das so ist, dann muss ich mal ein bisschen Bein zeigen. Wenn wir hier lang gehen, dann müssten wir eigentlich auch zu den Ameisen kommen. Ich meine, das war hier auf dem Weg. Kinder hier vorbei. Stimmt. Ja. Ja. Wenn die in Ruhe wachsen können. Ja. So, jetzt sind wir schon im Urwald hier. Busch. Ins Gesicht. Polystichum Yucca irgendwas. Yucca Yucca. Irgendeine ganz tolle Tanne oder sowas, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, die Sachen, die hier mit Hand geschrieben sind, die kann man etwas schwieriger lesen. Ja, danke. Da kriege ich den nächsten ins Gesicht, du Hajo. Da ist ein Mammutbaum. Da ist ein Baum. Hier sind überall Bäume. Also das Gebiet hier, also hier die Sequoia Farm ist bekannt für ihre die Sequoia Farm ist bekannt für ihre riesigen großen Bäume. Ja, leider sieht man nicht so viel, weil die haben halt unten auch noch Blätter. Da sieht man nicht, wie hoch der ist. Das ist ein Küstenmammutbaum. Aber der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr hoch. Und er ist so weich, flauschig. Hört mal. Kennt ihr dieses ASMR? Ja, genau. ASMR. Sollte sich Bäume streicheln. Das können wir eigentlich mal machen, ne? Jetzt hast du das Mikrofon mitgebracht und dann müssen wir nochmal machen. Dann machen wir das hier als ASMR. Dann fassen wir jeden Baum an und streicheln den. Oh. Damit ihr wisst, wie sich jeder Baum anhört. Oh. Mein Freund, der Baum ist tot. Nein, der lebt noch. Ah, ich hätte eine Allergietablette nehmen müssen. Huch, da war ein Loch. Meine ich das nur, dass der Boden voll weich? Nee, das meinst du nicht, nur das ist tatsächlich. Echt? So. Hallo? Dankeschön. Na, da kann man auch noch lang. Sollen wir gucken, was da ist? Komm, wir gucken mal, was wir hier für ein Bäumchen haben. Kommt man sich echt vor wie im Urwald hier. Weißbuche. Da seht ihr eine Weißbuche. Also ich weiß nicht, wen von euch das interessiert. Das ist ein Buche. Da geht es auch noch weiter, aber da ist mir zu viel Gestrüpp. Da möchte ich mich jetzt nicht durchkämpfen. Okay, der Ehemann kämpft sich durch. Da unten ist ein Schild. Wo? Da, vor deiner Nase ist ein Schild. Das beißt dich gleich. Quercus. Okay, was auch immer das sein soll. Ob das dieser Baum ist? War nicht der Baum. Man weiß es nicht. Ich möchte mal wieder andersrum gehen. Ich hätte anderes Schuhwerk anziehen müssen. Zu viel pieksiger Busch. Pieksiger Busch und ich habe nur Barfußschuhe an. Und ich muss mich mal auf meiner Jacke schreiben. Soll ich dir helfen? Du kannst doch nochmal ein. Das ist nochmal ein Küstenmammutbaum. Aber den kann man besser sehen, wie groß der ist. Ja, bitteschön. So. Und noch viel größer. Wahnsinn. Dann haben wir hier noch Ruinen.
Da, alte Geräte. Guck mal, da hatten sie noch Benzinmotoren. Früher, damals. Über die Ritter. Hier, Peter Lustig. Sein Zuhause. Seine Sommerresidenz. Und weiter geht's. Ah, schön. Ah, jetzt haben wir hier Bambus. Da haben wir Bambus. Stimmt, da war ja auch was. Ja, kommt ja gleich. Das ist eine Sichteltanne. Sieht auch fast aus. Sicheltanne. Sichel. Sieht auch fast aus wie Bambus. Ach, wie Bambus, ne? Wie Mammut. Mammutbaum. Ist auch Küstenmammutbaum. Da sieht man Eule und Specht. Da sieht das nicht wunderschön aus? Oh, ich liebe das. Und wie die sich bewegen. Wir können hier stundenlang zugucken, wenn die sich so im Wind wiegen. Ist das nicht wunderschön? Müsst ihr Pause machen, dann könnt ihr das lesen. Ich fasse was an, was ca. 20 Millionen Jahre alt ist. Oh, ich will auch einen Dinosaurier streicheln. Oh, ein bisschen Spaß muss sein. Oh, geh mal weiter. Da hinten stehen noch mehr Schilder mit diese komischen Obelisken da. Okay, wir sind jetzt hier am höchsten Baum des Parks. Aha, das ist der höchste Baum. Das ist der höchste Baum des Parks. So, wie hoch ist der denn? Der ist 40 Meter hoch. 40 Meter, gepflanzt 53, 1953. Oh, schaut mal, wie flauschig der ist. Oh, ich streichle ein Mammutbein. Oh, fluffy, fluffy. 40 Meter. Kinders, das ist doch nicht mal eben hier. 40 Meter. Wenn jetzt eine Spinne kommt, bin ich am Arsch. Krass. Guckt euch das an. Wahnsinn. Und vom Durchmesser her ist der gar nicht so breit, wie man eigentlich meinen müsste. Ja, ich habe aber vorhin auf einer anderen Tafel gelesen, dass der weit über 100 Meter hoch werden kann und dabei einen Stammdurchmesser von über 7 Meter erreicht. Oh, krass. Das ist aber ganz schön stabil. Ja, und hier steht auch, der ist nicht winterhart. Der, was? Der wie? Ist nicht winterhart. Ja, wie? Was macht der denn im Winter? Fährt er in den Süden? Ja gut, unsere Winter sind ja doch recht mild. Ja, deswegen steht deswegen die können die hier bei uns wahrscheinlich so gut gedeihen. Sie steht nämlich denn hier auf der Tafel. Die waren ja hier heimisch, die Bäume. Das Schlimme sind nicht im Prinzip die Leute, sondern dass die sich vorher die ganze Flasche Eau de Toilette ins Gesicht geklatscht haben. Boah, hier läufst du durch Wolken. Hey, hier läufst du durch Wolken. Das ist nicht normal. Wahnsinn. Jetzt ist da jemand weg. Oh nein, wo ist er hin? Oh nein, Mammutstreichel. Oh, guck mal, das ist Manfred. Hallo Manfred. Es lebt mir ganz schön viel Zeugs hier. Ja, wer weiß, welche Viecher sich hier dran kratzen und Baumaterial eventuell ja holen. Ich gehe mal auch davon aus, dass hier auch bestimmt der ein oder andere Specht sich zu hier. Ja. Manni, das mürrische Mammut. Und Manfred und Manita und Mildegard. So, Manni.
Oh, geh auf Seite, pass auf, Schatz, die ist gemein. Die Kiefer ist gemein. Ja, ist die gemein, verpetzt die mich dann? Oh, guck mal, wie lang der Stamm ist, ohne Blätter, ohne Äste. Ja gut, ich sag mal, die haben bis auf 15 Meter, 20 Meter, haben die auch alles, was so wegging, ja, weggemacht. Krass. Und nur da oben dann so ein quasi Büschel. Quasi alles, was eh schon kaputt war, weggemacht. Ja. Oh, ich finde das interessant, wie die hier aussehen. Krass. Die sind voll glatt. Krass, wie glatt das ist. Also ich empfehle jedem von euch, geht mal in den Wald oder auch auf so eine Farm kostenlos und streichelt Bäume. Es ist Wahnsinn. Wir machen das heutzutage in unserer modernen Welt viel zu selten, dass wir Bäume anfassen. Alleine schon aufgrund dessen, dass es Mikroverletzungen in den Handflächen gibt und dadurch das Immunsystem gestärkt wird. Und es fühlt sich einfach toll an, Bäume anzufassen. Man ist dann so geerdet, finde ich. Ach, das hört sich jetzt alles wieder so spirituell an. Aber ich bin halt so ein Mensch. Ich lege mich auch zu Hause einfach mal auf den Fußboden. Ich brauch das zwischendurch mal. Lorbeerschneeball. Hier gibt's Schneebälle. Im Sommer. Oh. Oh. Ja, sowas. Sommerschneebälle. Ich hoffe, ich würde gerne dann bitte. Was haben wir noch? Eisenholz. Ach, guck mal. Ah, nee, Eichenholz war das, ne? Der Torin, Eichenschild. Ja. Nicht Eisenholz. Eisenholz. Japanische Lärsche. Man kann leider nicht viel weit nach oben gucken, weil die anderen Bäume hier auch noch im Weg sind. Dann sieht man leider nicht, wie hoch das alles wirklich ist. Von hier ist es leider auch nicht. Nee. So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommen die Ameisen. Nein. Oder? Ist das schon hier? Ich meine ja. Ja. Die älteste Ameisenstraße. Ach, da haben die jetzt dann extra so ein Dings reingelegt, damit man nicht platt läuft. So, diese Ameisenstraße existiert hier seit mehreren Jahrzehnten. Also beim letzten Mal, wo wir hier waren, stand hier ein Schild, da stand drauf, dass die über 50 Jahre alt ist. Und die haben jetzt hier so ein Rohr hingelegt, damit man definitiv, oder ein Holzstock ist das, damit man hier definitiv drüber steigt und ihn nicht platt macht. Ich finde das krass. Da, wie viele da sind. Ja, vor allem, wenn man dann auch mal überlegt, wie standorttreu dann Ameisen auch sein können. Ja. Wenn die seit etlichen Jahrzehnten denselben Weg benutzen, um Material und ihren Kram zu transportieren, ja. Zu besorgen. Ja. Ja. Ja, so breit ist das nicht. Das werden, weiß ich nicht, ein Meter wird das hier sein. Meter, anderthalb, wenn überhaupt. Ja. Und die Straße selber ist vielleicht 3 cm breit. Schön drüber gehen. Ich fand das beim letzten Mal schon faszinierend, wo wir hier waren und die Ameisen da, wo ich das gesehen habe. Ja. Blauschote. Ja, gut. Unspektakulär im Moment. Müssten wir hier mal hin, wenn es wirklich blüht und so, dann... Noch mehr Eiche. Dann sieht man hier vielleicht mehr. Ich freue mich schon auf den Bambus, wenn ich euch jetzt gleich den Riesenbambus zeigen kann. Jetzt kommen wir erstmal wieder hier raus aus dem Dschungel. Und wer vielleicht wirklich mal Zeit und Interesse hat, der kann auch gerne mal diese Farm hier mal besuchen kommen. So. Jetzt haben wir wieder Licht. Ja, muss ich dunkel machen. Ja. Cool aus. Hat so was von Schildkrötenpanzer. Das ist eine... Orientalische Fichte. Orientalische Fichte. Fichte. Eine Fichte. Was fischte sie denn? Fichte. Fichte einmal. Sie fischte mal. Jetzt fichte nicht mehr. Der Ehemann hat beim letzten Mal auch ein tolles Wort gesagt. Weißt Nein. du das noch? Nein, weiß ich nicht. Hat er gesagt, eine Kirschenmaus. So, rechts, links, wo willst du lang? Rechts. Gut, gehen wir wieder rechts lang. Was haben wir denn hier?
Auf jeden Fall ist es im Schatten sehr angenehm zu gehen. Ja, aber bei so vielen Hunden, die hier sind, ist das schon gut, dass wir unseren nicht mitgenommen haben. Das wäre ja Stress pur. Vor allem, weil die Hunde ja auch nicht markieren sollen. Gut, tun sie trotzdem, kannst du das schlecht verbieten. Der Hund wird dir was anderes erzählen. Vor allem wäre dann auch nicht mehr ruhig hier. Nee. Oh, Mispeln. Oh, Mispeln. Oh, Mispeln. 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 Miraculix. So Mispeln schneiden. Ich dachte, Mispeln sind diese komischen Knollendinger in den Bäumen oben. Das sind so Parasiten-Dinger. So andere Pflanzen, die dann im Baum wachsen. Ja. So wie Orchideen. Offensichtlich ist das ja eine Mistel. Keine Ahnung. Okay. Goldene Guzje. Okay. Ist auch interessant. Oh, das sind jetzt hier alles so, weiß ich nicht, Nadelbäume. Pseudotaxus chini, Scheineibe. Okay. Irgendwo stand doch auch hier der seltenste Baum. Da müssen wir gleich auch nachgucken. Ja. Ist das nicht die hier? Nee. Ich weiß, die stand weiter vorne. Bank. Bank. Ja, klar. Oh, Wasser. Bitte nicht betreten. Danke. So. Gern geschehen. Wasser, Wasser. Pfütze. Mit ganz viel Entengrütze. Ist das nicht schön? Ah, herrlich. So habe ich ja die Hoffnung, es hat irgendwann mit unserer Trauerweide auch im Garten, dass man da drunter kann. Hm? Was steht da? Trauerweide. Trauerweide. Baumpate. Aha. Wo lang? Ja, wo möchtest du? Über die Wiese weiter? Über die Wiese weiter. Aha, über die Wiese. Ja. Okay. Gehen wir über die Wiese. Das sieht aber traurig aus. Oh ja, wirklich. Oh Gott. Was hat der für eine Spiere? Sieht man auf dem Bild gar nicht. Wie so dünn ist. Pinacaceae oder so. Okay, da liegt ein Zettel im Baum. Aha. Das ist bestimmt eine Eti-Kette. Oh, das hat lange gedauert, bis er das verstanden hat. Oh Gott. 5 Minuten später kichert das einmal. Oh, hier können wir mal einen Baum sehen. Bis in die Spitzen, da. In die Krone, bitteschön. Das ist doch mal ein hoher Baum, ey. Wahnsinn, das ist kein Mammutbaum, aber den konnte man wenigstens jetzt gucken. Boah, die sind auch nicht ohne. So hoch waren auch die Pappeln bei meinen Großeltern auf dem Gelände. Die hatten auch eine schöne Höhe. Aber nur, wenn es nicht stürmisch war. Wenn es stürmisch war, war es nicht so schön. Ja, jetzt haben wir wieder Mammutbäume. Ja, wenn du noch ein Stück zurück gehst, kriegst du auch die Kronen drauf. Ja, was haben wir? Wieder. Riesenmammutbaum. Ein Berg- oder Riesenmammutbaum. Oh, einfach Mammutbaum. Bitteschön. Ganz viele. Wahnsinn. Bis 95 Meter und dafür 12 Meter Stammdurchmesser. Boah. Das ist schon Wahnsinn. Ja, aber ich denke mal, dafür stehen die hier zu nah aneinander. Die werden den Durchmesser hier nicht kriegen. Nee, ich denke auch nicht, die Höhe kriegen werden. Weil die dann zu nah aneinander stupsen. Aber schon schön. Vogelgezwitscher. Ja. Das Bambus. Ja, das ist aber noch nicht der Bambus. Das ist auch der kleine Popelsbambus. Wobei der hier ist ja auch schon
schon ordentlich. War das hier schon schnell, war schon der Bambus? Nee, ich glaube, der war ein bisschen weiter. Und irgendwie gab es noch mal eine Tafel dazu. Ja, aber ich meine, der kommt da hinten erst. Weil die waren ja wirklich armdick, die Dinger. Ja. Oh, der ist auch hoch. Wollten wir jetzt nochmal da lang gehen? Oder? Nee. Okay. Da lang. Nee, da nicht. Dann gehen wir jetzt dann wieder rechts. Also wer viermal rechts geht, kann auch einmal links gehen. Aber wir gehen hier immer rechts. Dann kommen wir auch wieder ans Ziel. Ich finde das immer blöd, wenn so Wege so gemacht sind, dass wenn man sich an eine bestimmte Richtung hält, dann irgendwas verpasst. Tanne. Da blüht noch was. Da, Jurassic Park. Ja, Sausia. Blauer Mammutbaum ist das hier. Weil da oben in den Spitzen kann man es ein bisschen sehen, dass der ein bisschen bläulich ist. Baumpate. I am that I am. Okay. Ich habe gerade meinen absoluten Albtraum gefunden. Ich weiß nicht, wer von euch das Ding kennt. Aber die da. Das ist, glaube ich, eine chilenische Tanne. Die finde ich auch so schön. Ich finde die furchtbar. Oh, eine Libelle. Schmucktanne. 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 Ist das nicht die chilenische? Nee. Schmucktanne. Oh, ich finde die auch. Ich finde die furchtbar. Ich finde die so schön. Also bei uns eine Straße weiter steht eine, die hat auch bestimmt ihre 30 Meter. Ich finde die so furchtbar, weil die mich immer so an so einen Kaktus erinnert. Die ganz furchtbar. Ah, die piekst auf den Kaktus. Ganz furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Nicht meins. Gar nicht meins. Hinter den Kulissen. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Warum sie nichts sehen, sehen sie gleich. Das ist auch hübsch. Das erinnert mich an unseren japanischen Ahorn hier ein bisschen. Ich finde ihn hübsch. Was ist das? Ich weiß nicht, wo das Schild dazu ist. Da steht ja nur der Pate drauf. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Für alle, die wissen, was das ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. So. Gucken wir mal weiter. Ist auch schön. Ja, das Häuschen finde ich auch schön. Das ist noch schöner. Ja. Das ist wirklich schön. Wenn du weit genug nach links stehst, siehst du auch die hessische Satellitenschüssel nicht. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was Blühendes da. Noch mehr Blüte. Das ist wirklich, hier kann man schön durchspazieren. Das ist jetzt auch nicht so übervoll. Es verläuft sich hier alles so ein bisschen. Klar trifft man hier und da auf Leute, Hunde, aber alle freundlich, gehen einem alle aus dem Weg, man kann sich hier ein bisschen aus dem Weg gehen. Viele Sitzgelegenheiten, also für alle, die mal das in Betracht ziehen. Wo ist eine Nuss? Zaubernuss. Eine Zaubernuss? Ja, Zaubernuss. Das ist sie von Aschenbrödel. Zaubernuss. Ja. Ja. Schön. Fein, fein. Aschenbrödels Zaubernüsse. Ist das nicht wunderschön? Ich liebe das. Unter so einem Baum, wenn die Blätter rascheln. Also beim nächsten Mal gehe ich hier durch, dann reden wir auch nicht, damit ihr nur die Bäume hören könnt. Ich finde das so schön. Ist das ein Riesenbaum?
Spoiler-Alarm, das Highlight kommt gleich erst noch. Denkt er, dass hier noch irgendein Highlight kommt. Ja, ganz viele Bäume. Mein Gott. Ja. Hundert Exemplare haben überlebt. Volemnia nobilis ist das, der seltenste Baum. Wie steht's da oben nicht? Hübsch. Ja, was haben wir denn da drin? Temperatur und sowas. Ja. Aha. Damit man weiß, wann es der Guten zu warm wird. Da haben wir eine Brassaioposis mitis. Die hat Stacheln. Da, die Stacheln, ganz viele Stacheln. So was Furchtbares. Oh, so große Blätter. Wahnsinn. Also im Vergleich dazu meine Hand. Also ich sag mal. Kriegen wir gar nicht drauf. Ich sag mal, das sieht schon interessant aus, weil das hier so ein bisschen an so ein Spinnennetz erinnert hier. Ja. Ja. Ah, hier, das Blatt ist noch größer. Also meine Handfläche ist gerade so groß wie ein Blatt. Und diese noch größer. Aber das ist was anderes. Aber ist schon cool. Aber gespickt mit Stacheln. Stacheln. So, jetzt Don't touch. Don't touch. Touchy. So, jetzt gucken wir weiter. Da war ein Pilz. Rhododendron. Ja. Genau. Meintest du das, ja? Ja. Dann gucken wir jetzt. Ich stell mich mal, sonst sehe ich nichts. Tada! Das nicht riesengroß. Wahnsinn. So, und jetzt mal im Vergleich meine Hand dazu. Kann man gar nicht vergleichen. Krass. Leg mal die Hand noch drauf. Ist alles piekserig. Ja. Alles pieksig. Von unten ist es pieksig. Von oben ist es auch ein bisschen pieksig. Riesengroß. So, und jetzt gucken wir auch mal hier rein. Und gleich sagen wir euch auch, wie das Ding heißt. Pixi. Ja, das ist Wahnsinn. Guck mal, wie piekserisch. Das Ding heißt so, wie es aussieht. Piekse? Nein. Stachel? Nee. Sondern? Mammutblatt. Mammutblatt, ja, stimmt. Pixi. Oh, guck mal, da sind so rosane Puschel. Ja. Puschel sind da und das sind die Blüten. Das hier sind die Blüten. Ganz, also es ist so ein Wurm und der hat ganz viele kleine Blüten. Zack. Ja. Au, es hat nicht gepiekt. Ja, piek. Ja, sehr piekerisch. Ja. Riesengroß. Ich kann fassen. Drauf. Also hat die Blume gesagt. Wahnsinn. Wie groß das ist. Das hat einen Durchmesser von über einen Meter. Wahnsinn. So. Da. Gunnara Manizata. Mammutbaum. Da. Blatt. Mammut. Blablabla. Weiß ich doch. Au. Wo noch? Noch mehr. Krass. Ich warte nur noch drauf, dass hier Dinosaurier raushüpfen. Uhrzeit. Guck mal, wie hübsch das ist. Haben wir noch was Schönes hier, bevor wir jetzt gehen. Haben wir noch was Schönes. Hydrangea aspera samt Hortensia. Die ist hübsch.
Huch, da war schon wieder ein Loch. Da kannst du halt ganz viele alte Was? Ja, schon. Was sind sie denn? Ah, guck, Flieder haben wir auch bei uns. Ja. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, ne. Oh, noch mehr Schmetterdinger. Ja. Ja, aber die sind da oben, da komme ich gar nicht hin mit der Kamera. Zu klein. Schön. Heißt ja nicht umsonst Schmetterlingsflieder. So, jetzt habe ich alle Löcher hier auf dem Gelände gefunden. Ja. Überall reingelatscht. Die sind wir noch nicht gut auf. Da hast du bestimmt noch nicht alle Löcher gefunden. Ja, da sind bestimmt noch ein paar Löcher. Die nehmen wir beim nächsten Mal alle mit. Schaffen wir das schon. Da ist wieder ein Pilz. Was? Da war ein Pilz in der Hecke. So, und jetzt gehen wir wieder da Richtung Ausgang.